Der A124 basiert auf dem seit 1986 produzierten Coupé der Baureihe 124. Alle äußeren Abmessungen mit Ausnahme der Fahrzeughöhe sind gleich geblieben. Um den durch das Fehlen einer festen Dachstruktur entstehenden Steifigkeitsverlust zu kompensieren, ist der Aufbau beim Cabriolet besonders im Bereich der Fahrgastzelle und des Hecks modifiziert. Die Änderungen gegenüber dem Coupé können besonders deutlich an der Rohkarosserie gezeigt werden. Konstruktiv gelöst wurde dies durch Erhöhung der Blechdicken und Integration zusätzlicher Verstärkungen. So zum Beispiel an den Längsträgern und am Übergang der Längsträger zur Stirnwand. In den A-Säulen und dem neu gestalteten Dachrahmen. Und durch eine zwischen Querträgerinstrumententafel und Tunnel verschraubte Aluminium-Druckgussstrebe. Am Rahmenboden wurden zusätzliche Verstärkungen im Fußraum, an den B-Säulenstümpfen, im hinteren Tunnelbereich und am Fondsitzquerträger vorgenommen. Zur Erhöhung der passiven Sicherheit sind die Seitenwände des Verdeckkastens bis zu den B-Säulen ausgeführt und mit ihr verschweißt. Der Verdeckkasten mit seinen seitlich mittragenden Wänden wirkt als zusätzliches querversteifendes Element. Um die Torsionssteifigkeit der Karosserie noch weiter zu erhöhen, wurden Diagonalstreben an der Rahmenbodenanlage vorn und hinten, wie beim Typ 129, eingesetzt. Bedingt durch den Verdeckkasten war ein Längenbeschnitt am Heckdeckel erforderlich. Er ist in seinem vorderen Bereich kürzer als beim Coupé. In diesem Zusammenhang musste auch das Warndreieck modifiziert werden. Die geringeren Einbauverhältnisse erforderten eine klappbare Spitze. Um eine Kollision zwischen Verdeckkasten und Heckdeckel auszuschließen, werden Mehrgelenkscharniere, wie beim R129, verwendet. Beide Deckel werden durch Gasdruckfedern gehalten. Ebenso entscheidend wie die Maßnahmen zur Erhöhung der Steifigkeit sind die Maßnahmen zur Verbesserung des Schwingungsverhaltens. Die beim offenen Fahrzeug verstärkt auftretenden Torsionsschwingungen konnten durch den Einsatz von Schwingungstilgern spürbar gedämpft werden. Die im Fahrbetrieb als störend empfundenen Schwingungsamplituden sind deutlich geringer. Diese Schwingungstilger sind Federmassesysteme, die mit der Karosserie verbunden sind. Einbaulage, Federsteifigkeit und Tilgermasse sind auf die auftretenden Schwingungsfrequenzen abgestimmt. Sie befinden sich auf dem Stoßdämpferdom vorne links mit ca. 4,5 kg. Im Dachrahmen mit ca. 1,5 kg. Und in den Kofferraummulden mit je 10 kg Masse links und rechts. Das neue Cabriolet besitzt, ähnlich wie der Typ 129, als Sicherheitselement einen Überrollbügel. Ausgefahren sind, anders als beim R129, nur die integrierten Kopfstützen sichtbar. Im eingefahrenen Zustand wird die elegante Form des offenen Fahrzeugs unterstrichen.
Ein Blick hinter die Fondsitze zeigt die exzellente Technik. Der Überrollbügel bewegt sich auf einer leicht gekrümmten Bahn in vertikaler Richtung. Er wird hydraulisch aus- und eingefahren. In einer kritischen Fahrsituation oder im Falle eines Unfalls wird der Bügel innerhalb von 0,3 Sekunden automatisch durch Federkraft in seine Endposition gebracht. Sperrklinken verhindern ein Zurückschieben des Bügels. Er kann erst dann wieder eingefahren werden, wenn der Betätigungsschalter so lange in Ausfahrrichtung gedrückt wird, bis das Hydraulikelement im Bügelschloss hörbar einrastet. Um die Funktionssicherheit der automatischen Auslösung selbst bei einem vorausgegangenen Unfall und einer eventuellen Vorschädigung der Karosserie zu gewährleisten, verhindert eine Synchronwelle das Verkanten des Überrollbügels. Zwei mit der Synchronwelle verbundene Ritzel greifen an beiden Enden des Bügelrohres in Zahnstangen ein. Das Bügelrohr selbst ist über Rollen im Bügelrahmen geführt. Die Auslösekriterien wie Fahrzeugneigung, Querbeschleunigung und Verzögerung sind die gleichen wie beim Typ 129. Die Systembereitschaft wird über eine Kontrolllampe angezeigt. Sie leuchtet bei eingeschalteter Zündung und erlischt bei laufendem Motor. Ist dies nicht der Fall, kann die automatische Auslösefunktion gestört sein. Bis zur Überprüfung durch die Werkstatt sollte der Überrollbügel dann, aus Sicherheitsgründen, immer manuell ausgefahren bleiben. Auch beim neuen Cabriolet kann der Überrollbügel sowohl bei offenem als auch bei geschlossenem Verdeck über je einen Wippschalter vorn und hinten aus- und eingefahren werden. Der hintere Schalter kann über die Kindersicherung blockiert werden. Sind die Fondsitze besetzt, sollten die Kopfstützen aus Sicherheitsgründen immer vollständig ausgefahren sein. Bei nicht vollständig ein- oder ausgefahrenem Überrollbügel blinken Kontrolllampen in den Schaltern. Das Cabriolet-Verdeck unterscheidet sich vom Roadster-Verdeck des Typ 129 im Wesentlichen in folgenden Punkten. Deutlich größere Abmessungen. Einer heizbaren Heckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas. Einer 20 mm dicken Faserfließschicht als Isolierung. Einer dreiteiligen Konstruktion des Verdeckgestells und einer vollständigen Innenverkleidung. Ein System von Gurten verbindet die Spriegel und fixiert die Lage der Heckscheibe. Um die starre Heckscheibe im Verdeckkasten ablegen zu können, ist der Verdeckbezug im hinteren Bereich mit eingenähten Taschen versehen. Bei der Abdichtung des Verdecks wurden neue Wege beschritten. Am Dachrahmen und am Verdeckgestell werden einteilige Dichtprofile eingesetzt. Eine auf der Innenseite integrierte Auffangrinne leitet eindringendes Wasser über Hohlprofile entlang der A-Säule ab. Ein hämatitfarben eloxierter Zierstab auf dem Verdeckkastendeckel dient als Auflage für die hintere Verdeckabdichtung.
Serienmäßig ist das neue Cabriolet mit einem mechanischen Verdeck ausgestattet. Auch hier werden bestimmte Funktionsabläufe über ein Verdecksteuergerät automatisch gesteuert. Mikroschalter in den vorderen Verschlüssen geben das Startsignal zum Absenken der Seitenscheiben und des Überrollbügels, zum Entriegeln des Stoffhaltebügels und des Verdeckkastendeckels. Gegen unbeabsichtigtes Öffnen wird diese Funktion ca. 4 Sekunden verzögert. Das Verdeck lässt sich leicht ablegen. Nicht vergessen, die vorderen Verschlusshebel wieder einzuklappen. Als Sonderausstattung ist auch ein hydraulisches Verdeck lieferbar. Nur die beiden vorderen Verschlüsse müssen, wie beim mechanischen Verdeck, von Hand geöffnet werden. Der Verdeckbetätigungsschalter und die Bedienung ist gleich wie beim Typ 129. Alles Weitere funktioniert vollautomatisch. Die hydraulische Anlage wurde wesentlich vereinfacht. Im Prinzip aber aus dem R129 übernommen. 11 Hydraulikzylinder werden von der Hydraulikeinheit des Überrollbügels mit Druck versorgt. 2 davon für die Verdeckbetätigung, 2 für den Stoffhaltebügel, 2 für den Verdeckkasten sowie je ein Zylinder für die Betätigung der Schlösser von Stoffhaltebügel und Verdeckkastendeckel. Die restlichen 3 Zylinder sind dem Überrollbügel zugeordnet. Die mikroprozessorgesteuerten Bewegungsabläufe werden durch 12 Endschalter überwacht und über 9 Magnetventile gesteuert. Das Verdecksteuergerät befindet sich unter dem Vorsitz rechts. Die Verschlüsse des Verdeckkastendeckels und des Stoffhaltebügels werden hydraulisch betätigt. Bei der mechanischen Version elektrisch. Die Steuerung beider Verschlüsse erfolgt über das Verdecksteuergerät. Sind die Verschlüsse nicht korrekt verriegelt, erlischt die Kontrolllampe beim Starten des Motors nicht. Beim Anfahren blinkt sie und es ertönt ein Warnsignal. Der Gong ertönt auch dann, wenn die vorderen Verschlüsse verriegelt sind und der Verdeckschalter bei geschlossenem Verdeck betätigt wird. Der überwiegende Teil der Fahrwerkkomponenten des Cabriolet ist baugleich zum Coupé. Nur die Feder- und Dämpferabstimmung, die Lenker und der Hinterachsträger weichen aufgrund des höheren Fahrzeuggewichtes davon ab. Die hinteren Radführungselemente wurden vom Typ 129 übernommen. Der A124.